So, von dem Junkfood-Experiment dürfte ich jetzt das meiste an Wassergewicht wieder verloren haben. Dann dürfte es auch einen Unterschied sehen. Also es ist einfach Wassergewicht durch die Giftstoffe, die eingelagert werden. Und diese Muskulatur wird aber auch wahrscheinlich irgendwann weggehen. Und aber nicht aus einem Grund, dass der Körper hungert, sondern einfach aus dem Grund, das möchte ich mal kurz ansprechen. Muskulatur, also ich habe gemerkt, je reiner ich bin, desto weniger macht es Sinn zu pumpen. Also man kann sozusagen nicht mehr pumpen, man kann sehr schweres Gewicht überwinden, auch möglichst schnell überwinden. Man kann auch schnelle Bewegungen ausführen, man kann langsame Bewegungen ausführen im Krafttraining. Aber dieses Pumpen, wo man richtig alles bewusst anspannt und dann so ganz kontrolliert langsam macht oder aber auch in schneller Bewegung, aber dann halt so, ja, mir fällt kein besserer Begriff ein als Pumpen, das funktioniert nicht mehr und das ist zwar aus dem Grunde, das dürfte für die allermeisten jetzt eine krasse Theorie sein, aber so nehme ich es wahr und so habe ich es auch gelesen von Leuten, die halt weiter vorangeschritten sind in dem Reinigungsprozess, dass Muskulatur selber, also Muskulatur aufbauen, selber ein Reinigungsprozess ist in einer gewisser Weise, indem nämlich zu viel Mineralstoffe, die man im Körper hat, in die Muskulatur reintransportiert wird. Und wenn man diese erdigen Stoffe, dieses zu viel an erdigen Stoffen, sonst beerdigt, den Körper nicht mehr zuführt, den Körper nicht mehr da ist, dann merkt man automatisch, man kann dieses Pumpen nicht mehr machen. Deswegen baut man nicht die Muskulatur nicht auf, aber das hat nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Das, was man an Muskulatur noch hat, diese Grundmasse, die wird noch genauso leistungsfähig sein. Man wird genauso viel Gewicht stemmen können. Man wird mit dem entsprechenden Training auch noch mehr Gewicht stemmen können. Man wird mehr Wiederholungen drücken können, besonders Wiederholungen, das ist das Krasseste überhaupt, wegen der krassen Energie, die man hat. Man kann sehr viel mehr Wiederholungen rausdrücken und das Ganze aber wirklich sehr schnell und sehr energetisch. Man braucht weniger Muskulatur, um das gleiche Gewicht zu stemmen. Und deswegen wird noch einiges in der Muskulatur, die ich jetzt habe, auch verloren gehen. Aber das sind halt sozusagen nur Mineralspeicher sozusagen und hat nichts mit Leistungsfähigkeit zu tun. Deswegen bin ich auch eigentlich relativ froh darum. Ich will wirklich möglichst viel an Masse, die einfach nur da ist, sozusagen, die optischen Effekten hat, loswerden und sowieso mehr geistig aktiv sein. Also körperlich auch aktiv sein, sag ich mal so, auch jeden Tag aktiv sein, aber mehr ins Geistige sozusagen gehen und von da aus agieren. Und wie der Körper dann folgt, da werde ich sogar noch körperlich aktiver sein als vorher, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, 10 Tage gebraucht, um mich ganz gut von dem Junk-Zeug zu erholen. Es wäre deutlich schneller gegangen, aber ich hatte, also als ich entschieden hatte aufzuhören, dann ist auch meine Meditation abgebrochen und ich konnte mich nicht aufraffen, die wieder aufzunehmen, weil das wirklich schon für mich persönlich sehr anstrengend war. Wobei ich jetzt immer mehr darauf versuche zu meditieren, loszulassen, Dinge loszulassen, einfach fließen zu lassen. Damit wird vieles einfacher eigentlich und ja, ich bin jetzt schon wieder beim Saftfasten dabei. Ja, das heißt schon wieder, das sind jetzt glaube ich 6 Wochen her oder 4 Wochen seit dem letzten, ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt hier noch ein paar Äpfel, ich wollte eher so viele regionale Produkte haben und weil ich keinen Saft habe, sind Äpfel so das Beste. Da waren auch welche im Angebot, aber die hatten dann halt nicht so die Menge, die ich für ein längeres Saftfasten brauche. Da habe ich auf jeden Fall die Sorte Cox Orange genommen, weil das eine alte Apfelsorte ist, nicht auf süß überzüchtet und es ist sehr aromatisch, wirklich nicht zu süß und die tut mir auch am besten. Ich merke es bei Obst, das auf Süße gezüchtet ist, merke ich, wie mich das übersäuert. Das merke ich immer im Training, dass ich
irgendwann ein Gefühl habe in der Lunge auch und im Rachen vor allem, dass es halt so brennt. Das heißt auf Englisch auch Inflammation. Und damit bin ich dann, habe ich halt beim Sport vorher das Ende sozusagen erreicht, wo es dann nicht mehr weitergeht, weil ich dann übersäuert bin. Und wenn ich nur rohes Obst und Gemüse esse und auch nicht überzüchtete Sachen und auch keine Trockenfrüchte, dann habe ich diese Grenze eigentlich fast gar nicht. Oder ich habe sie bisher noch nie wahrgenommen. Die erste Grenze, die dann da war dann, dass der Reinigungseffekt durch den Sport dann so groß war, dass die Rückvergiftung irgendwann zu stark wurde. Aber da habe ich auch mittlerweile gedacht, dass die Grenzen da auch nur mental sind. Aber da muss ich noch deutlich weiter vordringen. Ich bin da momentan überhaupt nicht konsequent, was Sport angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mental schon alles relativ hart, aber das ist eigentlich nur deswegen hart, weil ich zu schlecht bin im Dinge loslassen. Ich hatte schon immer sehr, 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 sehr starke Probleme damit, Dinge loszulassen, Dinge fließen zu lassen. Ich war eigentlich immer eher so der Kämpfertyp und grobe Typ und durchbrechen und mit möglichst viel Kraft und Anstrengung, vor allem extreme Anstrengung, irgendwas zu erreichen und nicht dieses fließen lassen und so weiter. Das versuche ich gerade zu lernen. Das ist dann aber auch schon wieder was Neues und Gleichzeitiges. Also es ist schon relativ viel momentan. Also Leistungssport ist anstrengend. Für mich ist es sehr anstrengend, Dinge loszulassen. Für mich ist es sehr anstrengend, Ernährungsumstellung. Das ist schon viel auf einmal und deswegen dauert das Ganze insgesamt doch länger, als ich vermutet hatte. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wie ich von dem Loslassen lerne, ist es, wenn man sich dann sagt, dass es nicht schlimm ist und man sich die Zeit lässt, dann wird das im Endeffekt sogar noch effektiver alles ablaufen. Das ist so das, was ich jetzt so gelernt habe. Und nochmal zum Dachfasten zurückzukommen, da habe ich mir jetzt Orangen bestellt, die kommen in 4 Tagen. Und das ist erstmal eine 14-Kilo-Kiste. Und danach habe ich eine andere Seite noch gefunden, da kosten die Orangen nur inklusive Versandkosten 2,11 € pro Kilo. Und das sind, wenn man die bestellt, werden die frisch geerntet und sind nach 200 Tagen schon bei einem. Und die sind komplett naturbelassen und komplett sonnengereift und vollreif geerntet auch, also die perfekten Früchte. Für so einen Preis wird das jetzt mein Grundnahrungsmittel werden. Ich kann euch die Seite mal verlinken, beziehungsweise verlinke sie euch. Und da werde ich dann direkt 20 Kilo nochmal bestellen. Und dann habe ich wirklich vor, diesmal ein längeres Fasten zu machen und auch ein Mono-Fasten. Also nur Orangen. Wenn ich die Äpfel hier weg habe, nach, keine Ahnung, 5, 6 Tagen oder eine Woche. Bananen habe ich da, die werde ich einfrieren. Sonst habe ich nur eine Ananas und drei Kürbisse da. Die drei Kürbisse, die halten sich. Und eine Avocado. Die Bananen werde ich einfrieren. Die eine Avocado, wenn die reif ist, werde ich die einfrieren, wenn die vollreif ist. Die Ananas werde ich wahrscheinlich essen, weil ich keinen Entsafter habe und die auch so nicht entsaftet kriege ich nicht ordentlich. Oder werde halt einen Smoothie draus machen. Das aber im Prinzip das Gleiche ist, als die so zu essen. Und dann habe ich meine 35 Kilo Orangen und dann werde ich versuchen, nein, ich werde nicht versuchen, ich werde es nicht versuchen, ich werde es machen, ein Orangenfasten zu machen und zwar so lange, wie ich's halt kann, wie ich mich gut damit fühle. Mindestziel war für mich jetzt bis ausschließlich Weihnachten, auch schon sehr lange und beim Saftfasten bin ich jetzt, wenn wir jetzt in 2. November. Am 31. Oktober habe ich am Abend aber erst angefangen mit Saftfasten, also sagen wir 1. November. Kann man sich auch einfacher merken. Und dann bis zum 24. oder 25. einschließlich Dezember. Das sind dann 30, 20, ja ungefähr 56 Tage oder sowas. Ich weiß es gerade nicht genau. Und die ersten 6 Tage werden dann wahrscheinlich Äpfel sein und 50 Tage davon Orangen.
Ich weiß noch nicht, ob ich Brennnessel oder Wiesengras mit einbeziehe. Ach ja, genau, ich habe noch ein bisschen Karotten und rote Beete da. Zusammen mit den Äpfeln wird das schon eine Woche noch geben. Ja, ich weiß nicht, ob ich halt Grünzeug einbeziehe oder nicht. Im Prinzip brauche ich es nicht. Also mit Grünzeug wäre es einfacher, die Rückverdichtung auch einfacher auszuhalten. Ich könnte insgesamt mehr Sport machen. Aber für die geistige Erfahrung und für das Rebalancing und das, ja, das Rebooten des Geistes einfach, finde ich es besser, vor allem für mich besser. Wenn ich mich wirklich nur auf ein einziges Lebensmittel konzentrieren muss, dann muss ich mir nie Gedanken machen, was esse ich jetzt oder was trinke ich jetzt, was konsumiere ich, was kaufe ich ein. Oder muss man auch nicht Gedanken so machen übers Essen, jetzt kann ich das und dies essen und so weiter, sondern ich weiß einfach Orangen fertig. Und das will ich auf jeden Fall einmal im Leben mindestens mitgenommen haben. Und jetzt finde ich den ganz guten Zeitpunkt dafür, weil es auch diese Orangensaison ist und das halt wirklich das günstigste Obstlebensmittel ist, was reif geerntet wird, voll reif in der Sonne. Volle Reife in der Sonne genossen hat, naturbelassen ist, so günstig ist, direkt vom Bauern kommt, ohne Zwischenhändler aus Südeuropa. Also jetzt auch nicht das unökologischste, da man keine Zwischenwege hat und ist auch noch fair gehandelt. Beziehungsweise es wird ja gar nicht gehandelt, aber die Arbeiter, die auf einer Plantage arbeiten. Deswegen fand ich das jetzt im besten Moment und ja, dann werde ich darüber wieder berichten zwischendurch. Startgewicht habe ich jetzt noch nicht genommen. Ich habe auch irgendwie keine Lust, mich so wie momentan. Das letzte Mal war ich bei ungefähr 70 Kilo, als ich das letzte Fasten aufgehört habe. Und ja, ich würde mich vielleicht zwischendrin mal wiegen, jetzt aber kein Startgewicht nehmen oder so. Ja, dann sehen wir uns demnächst. Tschüss.